Inzwischen habe ich mich in Polarforscher, Ben, verwandelt. Das liegt daran, dass es echt kalt geworden ist. Und ich habe einfach nicht mehr so viele Reserven. Wenn man so lange draußen ist wie ich jetzt, dann friert man relativ schnell. Also da sind die Kapazitäten, irgendwelche Temperaturstürze ohne dick einpacken zu überleben, deutlich reduziert. So, der Regen hat aufgehört. Es hat jetzt eine ganze Weile geregnet. Das hat mir dann auch entsprechend schön das Feuer gelöscht. Musste ich das schon nicht selber machen. Aber jetzt habe ich Hunger. Ich habe inzwischen auch das Zelt aufbauen können, weil der Regen ja, wie gesagt, jetzt aufgehört hat. Ich baue ungern im Regen das Zelt auf. Da wird immer irgendwie ein bisschen das Innenzelt doch meistens in Mitleidenschaft gezogen. Das will man nicht so gerne. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ja, genau, die Mücken sind aufgekreuzt. Leider habe ich jetzt einen Großteil meiner Ausrüstung im Zelt, das relativ weit weg steht und nur wegen der Mücken laufe ich jetzt nicht nochmal. Ich habe jetzt gefühlte 20 oder 30 von denen schon getötet. Werden bestimmt noch ein paar mehr. Und jetzt wollte ich euch einfach mal an einem vollständigen Heißwasserproduktionsprozess teilhaben lassen. Ich habe hier noch eine heiße Schokolade. Eine heiße Schokolade. Ich hatte mal zwei. Aber jetzt erstmal Sinn und Zweck der Übung ist im Wesentlichen einfach einmal kurz zeigen, wie mein Heißwasserproduktions-Setup funktioniert. Also, hier haben wir einen Kessel. Der ist erstmal nicht so wichtig. Was man nämlich erstmal braucht, ist normalerweise dieses Säckchen. In dem Kessel ist normalerweise dieses Säckchen samt Inhalt drin mit einem Handtuch. Das ist deswegen da drin, damit es im Kessel nicht scheppert beim Transport. Und in diesem Täschchen finden sich die Bauteile einer Buschbox und ein Feuerzeug. Und weil ich es noch nie gebraucht habe und demzufolge auch noch nicht das Bedürfnis hatte, einen besseren Platz für zu finden, eine Sonnencreme. Tada! Und wie gesagt, halt eben immer noch die restlichen Bauteile der Buschbox und den Deckel und ein, zwei Buschbox-Topfauflagen. So. Trangia-Brenner ist dafür gewöhnlich natürlich auch drin. Ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen. Wartet mal, ich stelle mal die Kamera hier hin. Oh ja, das ist besser. Das ist erheblich besser. Okay, und jetzt habe ich leider Handschuhe an und muss das aber trotzdem irgendwie zusammenbauen und hoffe, dass ich das auch mit Handschuhen hinbekomme. Da gehen schon die Schwierigkeiten los. Aber immerhin kriege ich da mal keine verdreckten Pfoten. Das ist ja auch mal. Ganz angenehm zwischendurch. Na, Handschuhe haben aber auch den Vorteil, dass ich nicht dauernd Mückenreste an den Fingern kleben habe, sondern die Mückenreste erstmal an den Handschuhen kleben, wenn ich mal wieder was getötet habe. So. Jetzt kommt dann noch das Hauptblechlein dazu. Was heißt das Hauptblechlein? Also das letzte halt. So, fertig. Ups. Naja, aufs Bodenblech kann man, wenn man das Ding nur als Spiritusbrenner verwendet, theoretisch auch völlig verzichten. Ich habe es bisher jetzt immer mit eingebaut, aber im Grunde ist das völlig wurscht, braucht man nicht. So, jetzt habe ich hoffentlich. Jetzt habe ich aber nicht die Spiritusflasche mit hochgenommen, oder? Ja, ich habe die Spiritusflasche mit hochgenommen. Ich habe mir doch gerade gesagt, lass die Spiritusflasche unten und war der Meinung, ich hätte sie unten gelassen. Okay, genervter Ben läuft hoch zum Zelt und holt seine Spiritusflasche. Okay, ich habe die Gelegenheit genutzt, nicht nur meinen Spiritus zu holen, sondern auch gleich einen Pott voll Wasser. Und gerade ist hier eine halbe Völkerwanderung vorbeigelaufen.
frag mich, wo die jetzt noch hinwollen. Ich wäre davon ausgegangen, dass die jetzt hier bleiben. In dem Moment, als ich sie gesehen habe, war ich mir da eigentlich ziemlich sicher. Naja, egal. Nick, hier Spirituskocher. Man kann irgendwie nicht wirklich alle Mücken töten, ne? Es gibt da so eine Kaffeetasse mit dem schönen Spruch: Lächle, du kannst sie nicht alle töten. Die hätte ich jetzt gerne. Die wäre jetzt angemessen. So. Achso, übrigens, dass Spiritus in Skandinavien rosa ist, ist normal. Da ist irgend so ein Farbstoff drin, damit man den nicht aus Versehen trinkt. Und ich habe von dem Zeug noch viel mehr, als ich brauche. Ich brauche also überhaupt nicht geizen. Ich kann das Ding hier voll machen bis zum geht nicht mehr. Scheißegal. Und kann danach noch ein bisschen weiter kochen und vor mich hin heizen und alles ist gar kein Thema. Da ziehen wir uns doch einmal kurz den Handschuh aus. Zwecks anzünden. Na? Das ist mit Feuerzeug vergleichsweise schwierig. Aua, das war der Daumen. Hab jetzt auch keinen Feuersteelgriff bereit. Dann machen wir das nochmal anders. Da gibt es nämlich einen tollen Trick, man kleckert ein bisschen. So. Da muss man das Gekleckerte anzünden. Das geht meistens recht einfach. Und das zündet dann hoffentlich den Rest an. In der Regel klappt das. Bingo. Haken ist, wenn das Ding dann erstmal brennt, kriegt man es so schnell nicht mehr in die Buschbox rein, wenn man vorher gekleckert hat. Wenn man nicht gekleckert hat, kann man es einfach nehmen und reinschmeißen, aber wenn man gekleckert hat, ja. Ja, wie ihr seht, war das nicht ganz so wie geplant. Ist aber auch nicht dramatisch. Brennt sofort weg, was daneben gegangen ist. Das sollte einem halt da nicht passieren, wenn man auf die Idee kommt, in seinen Zelt zu kochen oder so Späße. Generell sollte man ja schon ein bisschen Respekt davor haben, dass man sich nicht die Pfoten verbrennt. Aber wenn man zu vorsichtig ist, dann ist auch wieder übertrieben. So. Ja, das hat mir jetzt nicht so optimal gesehen, aber jedenfalls, das Ding brennt. Die Topfauflagen sind drin und da stellt man jetzt die Kalle über drauf. Und dann haben wir es auch. Normalerweise hätte ich jetzt noch so einen Windschutz, den ich hier so drumherum stellen könnte. Der ist jetzt aber oben beim Zelt und da ich mehr als genug Spiritus habe, ist mir das auch gerade völlig egal. Ja, und jetzt heißt es abwarten, bis es heißes Wasser gibt. Und wenn ich heißes Wasser habe, dann kann ich erstmal meine Tasse sauber machen. Denn die sieht noch so aus. Mit heißem Wasser säubert sich es erheblich besser als ohne heißes Wasser. Gut, in der Zwischenzeit töte ich noch ein paar Mücken. Vielleicht sind sie doch irgendwann alle, wer weiß. Das ist Selbstverteidigung. Ich töte ja sonst keine Insekten, also grundsätzlich nicht. Ich setze immer irgendwo anders aus oder sonst irgendwie, aber bei Mücken, dann mache ich eine Ausnahme. Die gehören erschlagen. Und da man sie eh nicht alle töten kann, man kann es zumindest versuchen. Mir ist auch gerade eingefallen, ich wollte euch ja mal noch zeigen, was ich noch zu essen habe. Also, hier haben wir einen 2/3 Beutel Kartoffelbrei in zusätzlicher Tüte, damit da nicht die Hälfte rausfliegt. Beziehungsweise dann wenigstens nicht im Rucksack rumfliegt, wenn sie schon rausfliegt. Das ist eigentlich noch relativ viel. Da kann ich noch einiges mit anbicken, nämlich Kartoffelsuppe. Kartoffelsuppe und Kartoffelsuppe.
Deshalb gibt es heute Abend, na, wer hat's erraten? Kartoffelsuppe. Yay. Dann habe ich hier noch einmal Frühstück. Blaubeer- und Vanillenmüsli. Real Field Meals. Ja. Also das ist quasi die, die Schweden haben von dieser Real-Firma oder so ähnlich, die haben auch noch ein anderes Trekkinggericht. Also so die üblichen Tütenfressen halt. Und die militärische Variante, die nennt sich Real Field Meal. Habe ich mal geschenkt gekrochen, das ist das Letzte, was davon noch übrig ist. Gibt es wahrscheinlich morgen früh. Dann habe ich noch Zucker. Hey, Zucker hat auch Kalorien. Also notfalls fresse ich Zucker. Und ich habe noch 4 Riegel von Energy 5. So. Ach, und Zimt. Ja, das war es dann aber auch. Das ist der Rest vom Schützenfest. Und ich habe noch einen Jägertopf, einen Nudeltopf Försterin. Von dem habe ich ja eben schon heute mal schon mal irgendwann was erzählt. Den habe ich jetzt aber nicht hier unten, weil den esse ich erst morgen. Weil ich morgen nämlich keine Lust habe, den Zeitaufwand zu betreiben, bis ich die ganze Kartoffelsuppe angerührt habe. Ich habe nämlich leider kein Gefäß, wo ich viel Kartoffelsuppe drin anrühren kann. Will die nicht im Kessel machen, dann ist der verdreckt. Deswegen gibt es Kartoffelsuppe portionsweise in Tasse. Jedes Mal mit ein wenig Kartoffelbrei ergänzt. Und das Ganze mit etwas weniger Wasser, als eigentlich vorgesehen ist. Scheiße. Wisst ihr, was jetzt mir schon wieder fehlt? Mein Löffel! Muss ich nochmal hochlaufen. Also das ist doch furchtbar heute. Ja, ich laufe halt. Also da kocht's. Da. Ne? Kann ich also getrost runternehmen. Jetzt brennt's. Aber das macht ja nichts. Wie gesagt, ich habe eh viel zu viel Spiritus. Und bevor ich den hier irgendwie in die Landschaft kippe, brenne ich den lieber komplett weg. Dann richtet er schon keinen Schaden ein, weil verbrannter Alkohol gibt eigentlich nichts Schlimmes. Da ist da so ein bisschen Zusatzzeugs im Spiritus drin ist und so weiter und so fort, könnte ich mir vorstellen, dass es da dann schon ein bisschen Schadstoffe gibt. Aber immer noch besser in der Luft. Die kann es ab. Die ist hier nämlich sehr rein und klar und so weiter. Als die Schadstoffe im Boden oder im Wasser, weil das wird viel eher verdorben durch sowas. Beziehungsweise ich hoffe eigentlich, dass ich für den Rest an Spiritus, den ich dann wirklich ums Verrecken gar nicht mehr brauche, irgendein Klo finde oder sowas, wo ich den dann entsorgen kann. Also das finde ich mit Sicherheit, spätestens am Flughafen. Achso, ja, warum ich jetzt gerade die Kamera angeschmissen habe. Erstens, was da brennt und zweitens, die Völkerwanderung, die gerade vorbeigelaufen ist, da frage ich mich jetzt doch sehr, wo die noch hin wollen. Also die waren jetzt zwar ganz dynamisch unterwegs, aber es ist inzwischen 19 Uhr durch, 10 vor 8. Das wundert mich jetzt doch, dass die noch unterwegs sind, weil wenn die noch bis zur nächsten Hütte wollen, da sind die, selbst wenn sie in super dynamischem Tempo unterwegs sind, bestimmt noch 2 Stunden unterwegs. Naja gut, aber andererseits, warum nicht? Dunkel wird's nicht. Steckt man nicht so ganz dahinter. Also das ist jetzt das Resultat. Ja, ich würde es als Kartoffeleintopf bezeichnen wollen. Suppenkonsistenz hat das nicht. Davon kann ich mir theoretisch 3 Tassen machen. Ich glaube 2 reichen mal. Ist überraschend lecker, das Zeug. Wie gut
damit hocke ich vor der Fjellstation und bin bereit für den Abtransport. Habe jetzt mich entschlossen, heute Nacht, gestern Nacht, also es ist jetzt 6.30 Uhr, also die Nacht davor, habe ich mich entschlossen, hier in der Fjellstation zu übernachten. Die ist nämlich tatsächlich besetzt. Hier gibt es Menschen und es gab auch was zu essen und heißes Wasser und ein Bett und vor allen Dingen eine Dusche. Besonders letztere, die tat gut. Ja, und am letzten Tag habe ich absichtlich nichts gefilmt, nichts fotografiert. Der war für mich zum Genießen, zum Abschied nehmen, zum ein bisschen Revue passieren lassen, was ich alles gesehen habe. Hab viel gesehen, hab viel Tolles gesehen. Schöner Weg. Nicht so spektakulär wie zum Beispiel Jotunheim. Das hat halt noch krassere, wirklich spektakuläre Aussichten. Hier gibt's schöne Aussichten. Wirklich schöne. Aber nicht so krass spektakulär. Aber trotzdem, toller Weg. Schön ist die Weite, wirklich diese enorme Weite, in die man gucken kann. Das kann man nicht so gut fotografieren und auch nicht so gut filmen, aber das ist schon toll. Gut, und dann möchte ich mich auf diesem Wege verabschieden. Auf dem Rückweg, denke ich, wird's, also wenn ich noch ein bisschen aus dem Bus rausfilme und was zum Wald erzähle, nicht mehr allzu viel zu sagen geben. Und danke fürs Mitkommen, fürs Dabeibleiben und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.